Die Schwestern Dana und Marie Kraus wollen ihre angeschlagene Mutter besuchen. Doch Mama Beate ist sehr irritiert, als sie ihre Töchter gemeinsam vor sich sieht. Denn eigentlich hatte Nesthäkchen Marie heute Spätschicht in der familieneigenen Imbissbude. Wir kriegen das zusammen hin. Wir haben das bisher immer zusammen hinbekommen, dass wir den Imbiss geschmissen haben. Wir können doch nicht ständig tauschen, Mensch. Frau Kraus, warum ist jetzt diese Aufregung da? Was ist denn jetzt mit dem Imbiss? Wir führen den alleine. Mein Mann hat uns hängen lassen. Und jetzt liege ich schon hier mit der Lungenentzündung. Und dann muss ich mich doch auf meine Töchter verlassen können. Mama, ich tausche doch die Schicht gar nicht. Was ist denn jetzt los? Sag mal. Simulierst du jetzt auch noch, dass wir denken, dass... Nein, das ist... Ja, alles gut. Ja? Ja, wirklich, alles gut. Aber ganz langsam, jetzt regen Sie sich nicht auch noch vielleicht auf, oder? Ja, alles gut. Haben Sie Schmerzen? Nee, alles gut. Ja? Passt. Ja, ja. Sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist so blass im Gesicht. Alles gut. Klar, die Mutter hat sich ganz große Sorgen um ihren Betrieb gemacht. Sie selber jetzt im Krankenhaus mit einer Lungenentzündung. Ihre beiden Mädels müssen da alleine ackern. Und sie weiß überhaupt nicht, was los war. Und die Sorgen, die sich die Mutter um ihren Betrieb machte, die waren ja auch nicht so ganz unbegründet. Dann lass dich doch jetzt hier untersuchen, wenn es wirklich so schlimm ist. Setzen Sie sich erst mal. Sie bleiben jetzt erst mal in Ihrem Bett. Sie können jetzt gar nichts machen. Sie bleiben in Ihrem Bett. Wissen Sie was? Kommen Sie mal auf den Stuhl. Ich hole jetzt mal die Ärztin. Schon seit einigen Wochen tauscht die jüngere Marie ständig ihre Spätschicht. Und auch ihre Ernährungsgewohnheiten haben sich radikal verändert. Die 30-jährige Dana macht sich deshalb große Sorgen und glaubt, den Grund für das seltsame Verhalten zu kennen. Ärztin Anna Moschkowitz nimmt sich der Patientin an. Jetzt erzählen Sie mir noch mal genau. Wann haben die Schmerzen angefangen? Wie sind die Schmerzen? Stechend, drückend? So drückend, komplett im oberen Bauchbereich. Haben Sie was Komisches gegessen? Nein, habe ich nicht. Haben Sie heute überhaupt schon was gegessen? Ich habe Obst gegessen, einen Apfel und eine halbe Mandarine heute Morgen. Heute Morgen? Okay. Schieben Sie jetzt schon wieder eine Diät? Nein, natürlich warten nicht. Warten Sie mal bitte kurz. Essen Sie immer sehr wenig oder machen Sie gerade eine Ausnahme? Machen Sie eine Diät? Ich ernähre mich gerade einfach nur gesund. Okay, da spricht ja eigentlich nichts gegen. Nee. Aber Sie sind ja auch ganz blass und ganz kaltschweißig. Ich wollte gerade sagen, ich messe mal den Blutdruck. Genau, Blutdruck. Und ja. Ich würde dann gleich mal, wenn die Kollegin das gemacht hat, mal legen Sie sich einmal bitte zurück. Also wissen Sie, ich mache mir langsam Sorgen. Das ist jedes Mal, wenn Sie einen Mann kennengelernt haben, dann fängt die Diät wieder an. Dann okay, jetzt machen Sie mal langsam. Machen Sie mal langsam. Vielleicht hat das auch eine ganz einfache medizinisch begründbare Ursache. Okay, Schatz, ich mache mir doch nur einfach Sorgen um dich. Ich würde gerne einmal Ihren Bauch abtasten. Ja, nicht erschrecken, ich habe sehr kalte Hände. Muss das sein? Ja, das muss leider wirklich sein. Das muss sein? Warum stellst du dich denn jetzt so an? Das ist wichtig, dass sie dich untersucht. Wir wollen doch wissen, was du hast. Ich bin auch ganz vorsichtig, darf ich? Ja. Und ich möchte einmal den Blutzucker messen, weil sie uns gesagt haben, was sie gegessen haben, ob das im Normbereich ist. Ja? Die Marie wollte mit ihren Beschwerden gar nicht so rauskommen, aber ich habe da schon mitgekriegt, da steckte irgendwas hinter. Also das sind dann schon irgendwie so Alarmzeichen, da muss irgendwas sein. Aber warum macht das Mädchen das? Das tut schon weh? Muss das sein? Ja, das muss leider sein. Okay. Da tut aber nicht weh? Nee, da ist alles gut. Ja, sie hat schon so eine Abwehrspannung, also das heißt, sie hat schon da Druckschmerzhaftigkeit. Ich würde gerne einen Ultraschall machen. Ja? Also der Blutzucker ist auch im Normbereich. Okay. Alles können Sie einmal im Normbereich. Nee, ja, das reicht schon. Ich muss mich nur neben Sie setzen. Aber das muss doch nicht sein. Doch, das muss leider wirklich sein, weil sonst kann ich keine Aussage treffen, was eventuell Ihre Beschwerden verursacht. Und nur wenn wir das wissen, können wir es auch gut behandeln. Guck mal, das ist doch kein Dauerzustand, wie es dir jetzt seit Tagen schon geht. Das ist doch jetzt mal wichtig, dass sie geholfen wird. Also mach das doch jetzt bitte mal mit. Ihre Schwester hat da wirklich recht. Sie sind ja jetzt schon mal hier. Mhm. Und dann können wir das ja auch gleich abklären. Bei jeglicher Untersuchung war es so, dass die Patientin mich erst mal gefragt hat, ob es dringend nötig sei. Und ich jedes Mal rechtfertigen musste, dass es wirklich nötig ist. Und wir erleben leider häufiger, dass Patienten sich nicht untersuchen lassen wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es hat sich leider herausgestellt, dass es oft so ist, dass die Patienten irgendwas verheimlichen wollen. Und das ist gerade für uns als Ärzte natürlich dann sehr schwierig, weil wir eben auf jegliche Informationen angewiesen sind, um den Patienten bestmöglich helfen zu können. Und dass uns auch diese Patientin etwas zu verheimlichen schien, das sollte ich nachher dann herausfinden.
Weißt du, dass es sehr unangenehm ist? Muss das echt sein? Ja, das muss sein. Mein Gott, das geht doch so nicht mehr weiter. Seit Tagen hast du Bauchschmerzen. Du kannst schon stoppen. Ich da jetzt sehe, ist wirklich Notfall. Sie haben einen Darmverschluss. Was ist ein Darmverschluss? Ein Darmverschluss? Ich zeige Ihnen gleich ein Bild. Ich druck es mal aus, ja? Genau. Ist das in Ordnung? Ich habe keine Ahnung, wodurch. Es sieht aus, als ob Sie einen Fremdkörper oder so im Darm haben. Es führt auf jeden Fall dazu, dass die Darmschlingen, die davor sind, schon massiv gestaut sind. Das können Sie hier sehen, ja? Ja. Was kann man da jetzt machen? Okay. Wir müssen jetzt, Sie sehen das schon, die Darmschlingen sind gestaut. Das heißt, sie können platzen, die drohen zu platzen. Wenn die platzen, dann kann es passieren, dass Darminhalt in die Bauchhöhle gelangt. Und dann ist wirklich Lebensgefahr. Das heißt, wir müssen sie wirklich so schnell es geht operieren. Ja. Okay. Ja, das muss sein. Schatz, das muss jetzt sein. Hast du irgendwie eine Ahnung, wie das zustande gekommen ist? Hast du irgendwas gegessen oder so? Nein. Ich würde gerne noch einmal auf den Bauch hören. Ja. Ist auch wichtig, ob man noch Darmgeräusche hören kann. Die Beschwerden eines Ileus, einen Darmverschluss, können sehr unterschiedlich sein. Meistens klagen die Patienten über Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl oder auch Meteorismus. Selbst als ich der Patientin erzählt hatte, dass sie einen Darmverschluss hat und dass eine sofortige Operation zur Folge hat, war sie meines Erachtens doch sehr ruhig und sehr unbeteiligt. Und das erhärtete auch meinen Eindruck, dass sie etwas zu verbergen schien, weil normalerweise ist es so, dass die Patienten dann in großer Sorge sind oder auch entsprechend emotional darauf reagieren. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das für ein Fremdkörper, was das sein kann? Hey, wenn Sie da mir nichts sagen, komm raus damit. Meine Schwester soll bitte rausgehen, ich will mit Ihnen alleine reden. Was? Aber wir sagen uns doch sonst immer alles, warum soll ich denn jetzt rausgehen? Ich muss jetzt sowieso mal bitte. Ich muss sowieso anrufen wegen der Operation. Jetzt kommen Sie erstmal. Wir sind doch Schwestern, du sagst mir doch sonst immer alles, wenn was ist. Es ist doch wichtig. Kommen Sie mal mit, es ist doch wichtig, dass Ihre Schwester jetzt mit der Ärztin spricht. Weil das ist ja ganz wichtig, was da jetzt los ist. Ich weiß, ich reagiere über, aber ich mache mir Sorgen. Und sonst ist sie immer so offen und wir haben ein gutes Verhältnis. Und ich mache mir halt Sorgen. Jedes Mal, wenn sie bisher einen Mann kennengelernt hat, hat sie Diäten angefangen. Und die lässt sich so leicht manipulieren von anderen Leuten. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Und sie rückt jetzt nicht raus und jetzt soll ich plötzlich rausgehen? Sonst meinen Sie, da ist jetzt wieder irgendwas mit einem anderen Mann, mit irgendwelchen Diäten, dass sie da irgendwas gemacht hat? Ja, ich glaube, die hat irgendwas, was sie mir nicht sagen möchte und meiner Mutter auch nicht. Und gerade jetzt eben, weil sie nicht den Mund aufmacht. Ja, ich verstehe das. Aber wissen wir es gut, dass sie mit mir auch noch mal gesprochen hat. Ich werde der Ärztin das auch so sagen. Okay. Aber vielleicht teilt sie da schon was mit. Wissen wir was? Gehen Sie mal so lange zu Ihrer Mutter, setzen sich ein bisschen zu ihr. Ja. Und sobald ich mehr weiß, komme ich zu ihr. Aber Sie kommen dann auch direkt zu mir? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja? Dankeschön. Im Gespräch mit Ärztin Anna Moschkowitz hat Marie gestanden, dass sie ihren gefährlichen Darmverschluss durch einen schlimmen Fehler selbst verursacht haben könnte. 2 Stunden später, kurz vor der Operation, spricht die Kölnerin dann mit Pfleger Tobias über ein weiteres drängendes Problem. Wann bin ich denn wieder fit? Oh, das können wir gar nicht so genau sagen, weil es kommt immer darauf an, wie die OP verläuft, gibt es Komplikationen oder nicht, wie sieht der Darm aus, hat er schon irgendwelche Perforationen oder nicht. Genaues kann man eigentlich erst nach der OP sagen. Aber ich will meinen Traum unbedingt erfüllen. Welchen Traum? Und ich habe einfach nur Scheiße gebaut, habe nur nach mir geschaut, obwohl das meine Schwester mir eigentlich auch gesagt hat, dass ich einfach mal nach mir schauen soll. Mhm. Jetzt habe ich alles versucht, aber ich lasse meine Familie trotzdem hängen, auch meine Mom, die jetzt einfach hier liegt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe einfach nur... Haben Sie denn mit Ihrer Schwester mal über die Probleme gesprochen? Nein, das kann ich nicht. Warum denn nicht? Weil wenn sie sagt, sie sollen so ein bisschen mehr auf sich achten? Ich enttäusche sie so schon genug. Ich wollte eigentlich nur meinen Traum erfüllen. Und da ich jetzt hier bin, macht es nicht gerade wirklich einfacher. Und sie werden mich einfach nur hassen. Sie werden es nicht verstehen können. Eigentlich tat sie mir ja doch richtig leid. Weil bei der bevorstehenden OP, man weiß ja nicht, was für Komplikationen auftreten. Wie stark ist der Darm doch eigentlich schon beschädigt? Aber sie hat sich irgendwie mehr Gedanken um ihre Familie gemacht. Sie scheint ja schon große Probleme zu haben. So nach dem, was sie erzählt hatte, dass sie anscheinend Geheimnisse vor der Familie hat, dass sie irgendwie sauer auf sie wären. Aber ich konnte mir da auch keinen genauen Reim zumachen. Ne? Vielleicht schlafen sie erstmal eine Runde drüber. Wir helfen ihnen dabei. Und danach sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und ein Tipp von mir, einfach mal das persönliche Gespräch suchen. Das hilft manchmal auch wirklich, Bogen zu glätten, beziehungsweise auch herauszufinden, was Sache ist. Ne?
Ja. Die 24-Jährige nimmt sich den Tipp zu Herzen und will nach der Operation offen mit ihrer Familie sprechen. Der Eingriff am Darm dauert mehrere Stunden und ist wie erwartet sehr kompliziert. Einen Tag darauf überbringt dann Ärztin Anna Moschkowitz persönlich die Ergebnisse. Hallo. Guten Tag, hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Besser. Ich bin wahrscheinlich überrascht, mich hier zu sehen. Ja, ich habe mit meinem Kollegen, dem Chirurg, gesprochen. Ich habe ihn gebeten, ob ich Ihnen den Verlauf der Operation erzählen kann, weil mir das auch persönlich ein Anliegen war. Weil ich sie auch gesehen habe, habe ich gedacht, ich kann mal vorbeischauen. Es war halt so, dass tatsächlich ein Fremdkörper im Darm war. Sie haben großes Glück gehabt. Warten Sie mal kurz. Es war so, dass es eben zu diesem Darmverschluss geführt hat. Die Darmschlingen waren schon erweitert, aber sie hatten eben Glück, dass es noch keine Perforation gab. Das heißt, der Darm ist unversehrt geblieben, es ist kein Darminhalt in die Bauchhöhle ausgetreten. Also, ich sag noch mal, Glück im Unglück sozusagen. Aber wie ist denn ein Fremdkörper reingekommen? Was ist denn da passiert? Ich glaube, das sagt Ihnen die Patientin vielleicht ein bisschen selbst. Jetzt sag mal, was ist denn los? Komm, du kannst doch mit uns über alles reden. Ich wollte gerade sagen, Sie haben eine sehr verständnisvolle Familie. Ich glaube, da können Sie wirklich frei sprechen. Ja, Mama, ich weiß, dass du das Vermächtnis von Papa eigentlich weiterführen willst, so gut wie möglich. Und ich will euch da auch nicht hängen lassen, weil ich euch halt auch total lieb habe. Will ich doch auch. Aber ich will meinen Traum verwirklichen. Und dadurch habe ich eine Diät angefangen. Was? Und ja, ich habe im Internet gelesen, wenn man Wattebäuschen in Saft tunkt und die dann isst, hat man weniger Hunger. Aber warum willst du denn abnehmen und was für ein Traum? Ich habe einen Job bekommen. Was für ein Job? Stewardess. Wusstest du davon? Nee. Und da kommt mir erstens viel rum. Ich wollte schon immer aus Köln raus. Warum sprichst du denn nicht mit uns? Warum hast du uns das denn nicht erzählt? Ich wollte euch nicht hängen lassen. Aber du lässt uns doch nicht hängen. Das ist doch einfach wichtig, dass du mit uns sprichst, was in deinem Leben passiert. Ich hatte halt Angst davor, wie ihr reagiert. Als ob du Angst vor uns haben musst. Wir sind doch froh, wenn es dir gut geht. Klar würde ich gerne, dass wir den Imbiss weiterführen als Familienbetrieb. Ja. Aber ich werde dich doch bestimmt nicht festbinden. Wenn dein Traumsteward es ist, dann machst du das natürlich. Wir kriegen das auch schon anders hin. Auf alle Fälle. Aber warum wolltest du denn abnehmen als Stewardess? Ich finde, du hast doch die perfekte Figur. Das ist doch gar nicht notwendig. Wir haben die Arbeitskleidung bekommen und das sind die Idealen von denen. Und auf jeden Fall habe ich da nicht reingepasst. Und da ich an sich perfekt aussehen möchte, habe ich halt gehofft, so schnell wie möglich abnehmen zu können. Versprich uns jetzt einfach in Zukunft, dass du ehrlich zu uns bist. Und nicht mehr so ein Blödsinn machst, ganz ehrlich. Ich konnte einerseits die Patientin schon verstehen, dass sie eben den Wunsch hatte, noch ein bisschen an Gewicht zu verlieren, weil sie eben sich in ihrem Traumjob vielleicht auch einfach den Druck der Konkurrenz etwas ergeben sah. Nichtsdestotrotz muss ich als Ärztin noch sagen, dass sie sich wirklich die schlimmste Diätmethode eigentlich ausgesucht hat und auch die eben mit am lebensbedrohlichsten ist. Die Patientin hat im Internet davon gelesen, dass es eine sehr effektive Möglichkeit sei, im Falle von Hungergefühlen einfach Watte zu essen. Ja, diese gegebenenfalls vorher noch mit Flüssigkeit zu tunken. Ich muss ganz eindeutig sagen, dass das aus medizinischer Sicht absoluter Unfug ist und auch wirklich lebensbedrohlich ist. Es gibt ja viel bessere Methoden. Zum Beispiel, was halten Sie denn davon, wenn Sie einfach ein bisschen Sport machen? Bewegung, wie gesagt, die Ernährung umstellen. Sie können ja auch was zusammen mit Ihrer Schwester. Also, ich habe da jetzt einen Vorschlag. Ich werde aufpassen, dass du nicht zu viel abnimmst, weil ich eigentlich finde, dass du genau richtig bist. Aber wenn du ein bisschen abnehmen möchtest, dann können wir zusammen joggen gehen. Und alles im Rahmen, ne? Nichts übertreiben. Und dann können wir jetzt die Zeit noch nutzen. Wann geht dein Job los? Bestimmt bald, ne? Ja. Ja, und die Zeit können wir bis dahin nutzen, dass wir zusammen joggen gehen. Das finde ich super. Und Sie passen sozusagen auf, ja? Ja. Also. Versprichst du es mir, dass du keine Dummheiten mehr machst? Mache ich. Versprochen. Okay. Ach, Kind. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es genauso schön wird, wie Sie sich das auch erhofft haben. Eine Woche nach der Operation war Marie wieder auf den Beinen und hat die Klinik verlassen. Kurz darauf hat die 24-Jährige ihre neue Stelle als Flugbegleiterin angetreten. Dank des gemeinsamen Joggens mit Schwester Dana passt die Uniform inzwischen wie angegossen.